Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Es ist immer noch Challenge-Zeit und die Folge heute wird vielleicht ein bisschen länger, weiß ich noch nicht, muss mal gucken. Hängt von den Werken ab, denn 9 Werke sind noch übrig. Ich war so nett, nein Spaß, der Robin Schulter-Albert, der hatte ja mir ursprünglich einen falschen Link geschickt, wo nicht zu seinem U-Boot führte. Das hat er jetzt gestern noch nachträglich gemacht, am Samstag, ja am Sonntag. Und deswegen nehme ich das gerne noch mit auf, weil die Intention ist, zum richtigen Zeitpunkt zu schicken, war ja da. Und deswegen fangen wir auch damit an. Ihr seht also heute straffes Programm. Oh, das ist aber ein kleines U-Boot. Ein Matchbox-U-Boot. Mit hier hinten einem Stückchen, wofür ich noch nicht weiß, für was es gut ist. So, es sinkt auf jeden Fall. Okay, hiermit können wir bestimmen, ob wir tauchen oder nicht. Okay, so richtig will es nicht ins Wasser eintauchen. Na gut, aber wir haben auch 3 Torpedos. Damit können wir auf jeden Fall auf Jagd gehen. Ist ganz schön flitzig, das Teil. Wahrscheinlich prallt der Torpedo einfach wieder ab an dem Schiff. Ne, diesmal hat es gelangt. Uiuiuiui, das Ding kippt aber ganz ordentlich. So, schnell wieder aufrichten. Also im Wasser verhält sich es eigentlich ganz gut, aber es kann nicht richtig tauchen, nicht zu 100%. Und wahrscheinlich kessel ich jetzt voll dagegen. Ja. So, dann schießen wir halt den letzten Torpedo noch raus. Also das funktioniert soweit ganz gut. Aber das hier sieht halt auch super strange aus mit dem Triebwerk drauf. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, das ganze U-Boot tauchbar zu machen und dann noch Vortrieb zu haben. Aber da gibt es Möglichkeiten. So, wir drücken einfach mal kurz auf alle Tasten drauf. Das hat nichts gebracht. So, und dem jagen wir jetzt alle Torpedos rein, die wir haben. Wir werden alle nicht treffen. Ja, 2 treffen. Und der dritte ist dann noch in die Luft gegangen. Sehr schön. Miau. Also das funktioniert ganz gut. Ist super schnell. Oh ne. Hat nur einer getroffen. Ist super schnell. Und sieht auch eigentlich ganz schick aus, muss ich sagen. Nur das hier oben finde ich halt ganz, ganz doof. Und die Torpedos hier so ein bisschen an die Seite geklatscht. Sieht auch strange aus. Und für was ist das hier eigentlich? Das ist also vor allem Gewicht und Fuel. Okay. Ja, für den Anfang heute nicht schlecht, aber ja, da geht noch ein bisschen mehr. Also das war die eine der ersten, nee, eigentlich wäre es die erste Einsendung gewesen, glaube ich. Und wir machen aber einfach weiter mit dem Aircraft von Bad Game LP. Natürlich kein Aircraft, sondern ein U-Boot. Irgendwie aus Subnautica. Weiß nicht, ist das ein Spiel, ist das ein Film? Subnautica sagt mir persönlich gar nichts. Aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Ziemlich groß. Und jetzt versuche ich hier gerade herauszufinden, wie das gute Stück funktioniert. Titan heißt das übrigens. Das ist kein einziges Wort der Beschreibung dabei. Was für mich etwas problematisch ist, sag ich mal. Also ich vermute ehrlich gesagt stark, dass es tauchen kann. Ah, okay, man muss einfach nur ein bisschen Vortrieb geben. Aber wirklich tauchen geht nicht. Hier schön ein paar Kameras. Wo sind denn da die Torpedos verbastelt? Und wie lenke ich die Möhre? Ich drücke gerade Q und A. Und es passiert auch minimalst was.
Aber halt echt nur minimal. Wo sind denn die Torpedos hier? Ich sehe nicht, dass hier ein Torpedo abgefeuert wird. Um ehrlich zu sein. Und so richtig lenken? Nee, hier nicht. Und tauchen willst du ja auch nicht. Schade eigentlich. Jetzt kommt der Torpedo raus. Lol, was ist das denn? Also das geht nur, wenn man, wenn es nach unten gerichtet ist. So, geht so's tauchen oder was? Ja, auch nicht so richtig. Okay, jetzt ist hinten der größte Teil unter Wasser, aber vorne halt irgendwie nicht. So. Okay, so langsam, aber sicher kriegen wir es irgendwie unter Wasser. Na, mehr als so kriege ich, glaube ich, nicht. Aber die Lenkung ist trotzdem nicht so wirklich prickelnd, muss ich gestehen. Ich finde, das ist ein wirklich schönes Boot, aber es ist momentan kein U-Boot, weil es nicht tauchen will. Aber trotzdem, es ist nicht schlecht gemacht. Es ist wirklich gar nicht schlecht gemacht. Nur das mit den Torpedos hat mich gerade ein bisschen gewundert. Wo kommen die denn raus? Die kommen hier raus. Hier sind die Torpedorohre drin. Deswegen ist das wohl auch erst so rausgeflutscht, weil das hier geht ja so ein Stück nach unten, als ich es nach, weil ich es dann nach unten gerichtet habe, ne? Also richtig schöne Form, vor allem das hier vorne und das hier halbwegs rund zu bekommen, hat wahrscheinlich eine ganze Ecke gedauert. Sieht zwar ein bisschen verbastelt aus, aber es funktioniert ziemlich gut. Von weiter weg sieht es einfach rund aus. Sehr schön. Was haben wir noch im Angebot? Das hier finde ich ganz cool, das nächste. Das Steampunk-U-Boot von The Last Engineer. Das finde ich richtig nett gemacht. Wir haben heute nur zwei mehr oder weniger Steampunk-U-Boote. Beziehungsweise zwei Boote in einem ähnlichen Stil. Ob das jetzt Steampunk ist oder nicht, das eine oder das andere sei jetzt mal dahingestellt. Aber wie war das? Bei dem einen, das eine konnte nicht tauchen, aber ich weiß nicht, welches war. So. Die Propeller wollen sich nicht so richtig drehen. Aber ich glaube, wir tauchen hier so ganz langsam ab. Torpedos haben wir auch dabei. So, wir sind unter Wasser. Weiß aber nicht. Okay, das ist weg. Das ist komplett weg. U-Boot, wo bist du? Ich glaube, das habe ich verloren. Nochmal. Also wir fahren jetzt einfach mal los. Weiß nicht, welche Gruppe dafür verantwortlich ist, dass wir runtergehen. Also ich finde das wirklich sehr, sehr schick, muss ich sagen. Also das geht jetzt gerade automatisch runter, ohne dass ich irgendwas drücke. Und es säuft sofort ab. Es säuft sofort ab. Ich gucke jetzt mal kurz. VTOL runter zum Tauchen. Also VTOL ist nicht mal runter und es taucht von alleine. Da weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, was ich machen soll. Und Trim nach oben für Torpedos. Ah, hier, das wird auch so runtergedrückt und sowas. Ach, und die Torpedos sind hier vorne im Schnäuzelchen drin. Das ist ja witzig gemacht. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, dass das halt so komplett wegkackt. Das gute Stück. So, jetzt sind die Triebwerke nämlich aus und jetzt ist es auf dem Boden aufgeklatscht. Aber das ist jetzt aber schade, ey. Weil es ein wirklich schönes Flugzeug ist. Flugzeug. U-Boot.
Guck mal, das macht hier das Mäulchen auf. Was ein nettes kleines Detail. Aber es fängt halt sofort an zu sinken. So, ich habe jetzt mal die VTL nach oben gedreht, in der Hoffnung, dass es halt nicht sofort abkackt. Aber es sinkt jetzt schon wieder. So, erstmal die ganzen Torpedos raus. Einer wird hoffentlich treffen. Und wir sind schon wieder fast komplett unter Wasser. Ich ziehe jetzt quasi gerade nach oben. Aber auch das ist so ein bisschen vergeblich Liebesmüh. Ja, jetzt ist es weg. Hm, schwierig. Schönes Teil, aber nicht so ganz zu verwenden. Gut, aber zu deiner Ehrenrettung musst du ja auch schreiben, so richtig kann es leider nicht tauchen, habe es einfach nicht hinbekommen, habe mehreres versucht, aber keine Chance, sorry. Ich finde es nicht schlecht, wenn das jetzt wirklich noch super tauchen könnte, das wäre mega cool, also das von Äußerung her, Hammer, aber Funktion leider nicht so richtig gegeben. Machen wir weiter. Die Dengis Osti Kemasi von MTB Crafter. Schick. Richtig, richtig schick. Hier so ein Kopf von so einem Fisch nachgeformt quasi. So. Mal kurz gucken, wo finde ich eine Beschreibung von MTB. Beschreibung lesen. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. 1 zu Dive, 2 bis 7 für die Torpedos, Control like a plane, be careful under minus 70 feet, drops up disappearing. Alles klar. So. Jui! Alter, das ist ja ein Vieh, ey. Das funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Miau. Alter, es fliegt ja eher durchs Wasser. Nice. So. Die ersten Torpedos sind raus. Alter, das ist ja super. Bestes U-Boot vom Handling her bisher. So, weg damit. Wie schnell fahren wir denn eigentlich gerade? Kann das fliegen? Fast, das kann tatsächlich so ein bisschen fliegen. So, aber solange ich unter Wasser bin, können die mich auf jeden Fall nicht angreifen. Was mir sehr gelegen kommt. So, und du kriegst jetzt mal die volle Breitseite, mein Freund. Hui! Miau! Okay, jetzt habe ich es übertrieben. Sehr geil. Einer meiner Favoriten auf jeden Fall. Habe ich einmal hier mit so einem kleinen, schnellen U-Bootchen. Ich krieg das leider nicht mehr auf den Kopf. Mal die komplette Carrier Group ausgelöscht. Scheiße, das Ding fährt ja noch. Nicht mit mir, Kollege. Scheiße, eigentlich wollte ich es gerade rammen, aber es hat nicht so ganz geklappt. Sobald ich aus dem Wasser raus bin, ist bei dem Ding aber auch Schicht im Schacht, ey. So, kriegen wir das noch gerammt oder fliegen wir schon wieder vorbei? Okay, das hat jetzt gar nichts gebracht. Wir haben uns leider nur einfach darin festgebackt. So, und nochmal. Also das ist vom Handling her definitiv mein Favorit. Da kannst du nichts sagen. Liegt halt einfach wie ein Flugzeug im Wasser.
So. Und 2, 3, 4. So, direkt zum nächsten Schiff. Ich hoffe, dass die Torpedoladung das jetzt auch mal zerstört. Und weg. Tschüssi. Krass, hier sind wir noch down. Nicht down. Fuck, aber ich habe auch nicht richtig getroffen scheinbar. Hui! Nix da. Wir tun jetzt mal so, als wären wir ein Delfin. Hüpf. Hüpf. Okay. Treffen werden wir mit dem Torpedo wahrscheinlich nicht. Doch, wir treffen, aber trotzdem werde ich das Ding jetzt noch rammen. Und zwar springe ich in die Brücke rein. Und da hat es mich dann tatsächlich auch erwischt. Also das ist definitiv einer meiner Favoriten. Da kannst du nichts drüber sagen hier. Hammer. Funktioniert perfetto. So, aber wir gehen weiter. Genau, zum nächsten, in Anführungszeichen, Steampunk-Schiff. Und zwar der Jules Verne's Nautilus von Maverick. Das ist richtig schön geworden. Ich hoffe, du hast das selber gebaut. Aber ich gehe jetzt mal von aus. Klar, hier muss ein bisschen geschummelt werden. Wieder, damit es aussieht, als würde es tauchen können auch. So, und weg ist es. Aber natürlich kann das auch wieder rauskommen. Ein sehr schönes Boot, muss man einfach mal sagen. Aber auch steuerungstechnisch eher schwierig. Wird es gerade voll Hartgas quasi nach links. Ah, guck mal, das kann auch hier Schlichtchen machen und alles. Schick. Sehr, sehr schick. Trotzdem, im Kampf-U-Boot wird es nicht mehr. So. Alle getroffen. Werde trotzdem knallhart hängen bleiben und da kackt das U-Boot schon weg. Ach, guck mal, das sieht aber doch auch immer noch ganz nett aus, wie es da durchs Wasser durchscheint. Es wäre cool, wenn eins von den U-Booten irgendwie mal komplett hohl wäre und man könnte da drin rumlaufen oder so. Das hätte ich gefeiert, aber ich glaube, das ist eine Mammutaufgabe. Aber so ist das doch auch schon ganz nett. Sieht aus wie so eine platte Flunder, ne? Gucken wir mal kurz Details an. Sieht schon ganz cool aus. Kann man nicht sagen, aber die Steuerung ist echt brutal. Also ich drücke hier wie ein Berserker auf Q und A. Aber es will sich einfach nicht bewegen. Ich fahre das Ganze mal noch ein Stück runter in der Hoffnung, dass das Ruder dann noch besser greift. Aber ich möchte es fast bezweifeln. So. Gucken, ob wir die Torpedos noch rauskriegen. Schnell. Ja, nicht schlecht. Also ich finde, das ist ein wunderschönes Schiff. Aber es fährt halt grauenhaft. Sehr, sehr grauenhaft. Deswegen, also wenn das nochmal mit einer besseren Handling da wäre, das wäre richtig cool.
Ne, nicht nur 76, sondern 75. Gehen wir weiter zum U-Boot von Tool. Das ist niedlich. Das ist klein, das ist niedlich. Aber ist halt auch sehr, sehr einfach. Aber gut, es kann tauchen. Kannst du nichts sagen. Aber es ist halt ganz ehrlich. Also diese Konstruktion ist diesmal, finde ich, hier zu krass. Also man sieht ja eindeutig, dass es halt kein U-Boot eigentlich ist. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ist ja auch überhaupt nicht böse gemeint. Oh mein Gott, die Steuerung. Aber es sieht halt einfach aus, als würde der ganze Krempel hier zu dem Boot dazugehören. Und zwar als essentieller Bestandteil. Und deswegen, da muss ich sagen, also das ist auch alles viel zu massiv. Also gerade zum Beispiel bei der Nautilus, so mehr oder weniger unauffällige Streben. Aber das hier sind ja schon richtig dicke Rohre, richtig dicke Stahlrohre. Oder vielleicht sind die sogar massiv, man weiß es ja nicht, ne? Und auch hier funktioniert irgendwie die Kamera auf dem Periskop nicht richtig. Und die Steuerung ist übrigens auch nicht so gut. Aber es ist halbwegs ein U-Boot. Trotzdem will ich tatsächlich hier dazu tendieren, es durchfallen zu lassen. Okay, sowas darf gar nicht passieren. Was ist gerade hier kaputt gegangen? Also das ist ein kleines No-Go, muss ich sagen. Gucken wir mal, ob wir den Fehler reproduzieren können. Ich glaube, das ist... Was habe ich denn gerade gemacht? Ich habe es auf und ab bewegt und bin dabei irgendwelche... auf und ab gefahren und währenddessen... auf und ab bewegt und währenddessen Kurven gefahren. Mag das gute Stück hier überhaupt nicht. Nicht böse sein, aber irgendwie, das ist mir zu wenig. Irgendwie, ne? Das ist kein U-Boot für mich. Das hier ist alles... Dieser Rahmen ist mir zu massiv. Weil, also, der ganze Krempel hier ist ja größer als das U-Boot. Nicht böse sein, aber das ist so ein bisschen durchgefallen für mich. Da muss ich hart sein dieses Mal. Gehen wir weiter zum U-Bot von Sebi003. So, nur mal so als Vergleich. Guck mal, wie dünn die Streben hier sind, wie groß das U-Boot ist. Guck mal, wie riesig das hier ist und wie klein das U-Boot ist. Also, verstehst du, lieber Tool? Die Relation von der Hilfskonstruktion zum eigentlichen U-Boot war bei dir ein bisschen... Bisschen ausgeartet. So, hier haben wir das Periskop. Das U-Boot wackelt ganz schön dolle. So. Hier kannst du schon abtauchen. Da gehen wir mal auf Periskoptiefe. Sieht aus wie ein deutsches Atom-U-Boot irgendwie. Obwohl die Deutschen gar keine Atom-U-Boote haben, aber ist egal. Aber so stelle ich mir ein deutsches Atom-U-Boot vor. Stimmt, nee, Deutsche haben gar keine atombetriebenen U-Boote. Ich glaube, die sind alle mit Dieselgeneratoren. Wenn es mich nicht täuscht, kann auch sein, dass ich gerade Quatsch erzähle. Aber letztens habe ich tatsächlich mal in der Mittagspause ein bisschen über U-Boote gelesen. Über Deutsche. Und ja, ich glaube, deutsche Atom-U-Boote gibt es nicht. So, raus, raus, raus. Aber tatsächlich haben die ganzen U-Boote, die ihr jetzt gebaut habt, im Vergleich zu echten U-Booten sehr, sehr wenige Torpedos. Also echte U-Boote haben tatsächlich wesentlich mehr Torpedos als zum Beispiel jetzt hier in dem Fall 4 Stück. Ach, guck mal, die sind wieder abgeprallt, die Drecksdinger. Der könnte doch wenigstens noch explodieren. Nein, auch der ist abgeprallt. Ah, sieh mal einen an. Guck mal hier. Die
gepopert sogar. Ein Fadenkreuz in Anführungszeichen bekommen. Bleiben wir mal auf der Höhe. Sehr witzig gemacht. Sehr schön. Aber nach links und nach rechts gucken ist schwierig. Also die meisten U-Boote, die ich so gesehen habe bei Wikipedia, hatten mindestens 10, eher 20 Torpedos. Gut, und die meisten davon hatten natürlich auch Raketen noch und nöcher. Aber hier, das finde ich übrigens ganz schick gemacht, hier mit den Torpedoluken und so, ne? Finde ich nicht schlecht. Ne, ihr wolltet das nächste aufrufen. Als nächstes haben wir nicht sonst Zirkoflexe. Als nächstes haben wir, genau, das haben wir schon, die USS Paw Clutopia. Die USS Paw von Clutopia. Müsste Clumsy. Ich bin so dumm. Müsste Clumsy sein, oder sehe ich das falsch? Das sieht auf jeden Fall schon mal schick aus. Ich vermute aber, dass man das nicht tauchen kann. Kurz in die Beschreibung reinschauen. Ach so, okay. Das erste Mal, dass er irgendwas Richtung Boot oder Schiff gebaut hat und er hat keine Ahnung, wie man das tauchen bzw. Wie man es zum Tauchen bringt. Ist nicht schlimm. War jetzt ja auch nicht die absolute Top-Voraussetzung. Das ist okay. So, ich aus Versehen den Torpedo schon mal ausgelöst. Auf welcher Gruppe ist denn der Torpedo und wo ist der platziert? Ein Torpedo ist halt echt wenig. Ah ne, zwei Torpedos haben wir da unten. Aber ich finde es insgesamt ziemlich schick, muss ich sagen. Ist mal was anderes. Der Turm nicht so weit vorne, sondern eher hinten. Schnittische Form. Aber leider nicht tauchbar. Würde mich übrigens mal wirklich interessieren, ist das passiert oder passiert das, wenn man ein Torpedo in einer zu angewinkelten Bahn verschießt, dass der dann abprallt? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, muss ich sagen. Die haben doch bestimmt einen Zünder, der auch auf den Magnetfelder reagiert. Guck mal, hier wird getroffen. Das war volle Möhre. Ich mache mal kurz den Part-Damage an. Wir brennen! Und wir wurden zerschossen! Ich bin aber noch nicht tot. Ich war immer noch. Wir sehen jetzt mal ein bisschen so die Unterkonstruktion. Sieht eigentlich ganz witzig aus. Jetzt haben wir quasi hier einen Katamaran gebaut gerade. Zwei Rümpfen. Sehr geil. Ja, aber so richtig, ja, U-Boot ist es jetzt momentan noch nicht. Momentan ist es eher ein Boot mit U-Boot-Form. Hier haben wir eine kleine Flagge drauf, blau auf blau. Nicht wie die ostfriesische Flagge. Weiße. Wie war das? Weiße Taube auf weißem Grund. Otto, für die, die es nicht mehr wissen. Ja, wie gesagt, ich finde es nicht schlecht. Was mich jetzt tatsächlich gewundert hat, ich habe doch gerade zwei Torpedos ein Torpedo nur abgefeuert. Beziehungsweise ich habe mehrmals gedrückt, aber ist nur einer losgegangen. Egal. Also nettes Teil. Macht das mal tauchbar, Leute. Nehmt euch das mal und macht das mal tauchbar. Dann finde ich das nämlich ziemlich cool. Und zum Schluss haben wir noch die Typhoon von Dragon HD LP. In den Namen auch alles reingepackt, was geht. HD und LP. Und wahrscheinlich kein eigener Kanal. Sieht schick aus. Das sieht eher, ich sag mal, wie so ein klassisches U-Boot. Erster Weltkrieg vielleicht. Aus.
Gut, die Türme sind etwas moderner gehalten, aber das sieht schon mal gut aus. Das liegt schön im Wasser. Das liegt richtig schön im Wasser. Mal kurz gucken. Hat er übrigens auch selbst entwickelt, kein reales Vorbild. Eins vor Diving. Ah, okay. Tatsächlich. Es geht runter. Sehr schön. Richtig, richtig gut. Gucken, ob wir es komplett unter Wasser bekommen. Ah, komm schon, noch ein paar Zentimeter. Sieht gut aus. Das Ding ist übrigens verdammt schnell. 70 Meilen pro Stunde. Heftig. FPGs feuern natürlich noch unter Wasser. So, aber wir fahren jetzt mal kurz wieder nach oben. Steuerbar ist es auch ziemlich gut sogar. Wie machen wir die Torpedo-Base auf? Auf der 4. Wo sind die denn? Ah, hier vorne. Habt ihr das gesehen? Klüpp. Klüpp. Ist wahrscheinlich strömungstechnisch ziemlicher Quark, aber ist schön, dass es auf jeden Fall funktioniert. Und komm, wir machen mal die Position Lights an. Wir wollen uns ankündigen, bevor wir über die gegnerischen Schiffe herfallen. Torpedo 1 ist raus. Torpedo 2 raus. Abtauchen. Abtauchen. Oh je. Wir sind in den Gegner reingekracht. Ich hab doch schon auf die 1 gedrückt, oder? Eigentlich schon. Um Gottes Willen, wir werden getroffen. Oh oh. Oh oh. Okay, das war, glaube ich, das erste Mal, wo wir mit einer verkackten Antischiffsrakete abgeschossen wurden. Du kannst dich glücklich schätzen, es ist eine Premiere. Schade. Was fliegt denn da rum? Naja, gut. Also das U-Boot gefällt mir wirklich gut. Ist für mich so ein bisschen Erster Weltkrieg mäßig. Nur die Geschütze passen da so gar nicht drauf. Vom Style her. Die würde ich irgendwie umbauen. Aber dann hast du ein richtig geiles U-Boot gemacht. Und das hier vorne mit der Konstruktion würde ich mir nochmal überlegen. Ich würde es vielleicht einfach in die Mitte klappen lassen. Nicht nach außen, sondern lieber in die Mitte rein. Dann sieht es einfach schicker aus. Und das war's schon. Was heißt schon? Schon über eine halbe Stunde. Mega coole Sachen dabei gewesen. U-Boot-Challenge mal ein bisschen was Schwierigeres. Für die nächste Challenge habe ich noch keine, noch nicht so wirklich Überlegungen, Vorschläge. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber bitte etwas, was es noch nicht gab. In letzter Zeit, wenn ich nach Vorschlägen frage, kommt eigentlich immer die Hälfte davon, hatten wir schon. Deswegen überlegt euch mal was Neues. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.